Mein Name ist Kostner Michael. Wir befinden uns hier im Headquarter der Firma Kostner Group. Die Grundstrategie, die wir für dieses Gebäude verfolgt haben, war eine nachhaltige Holzbauweise. Das ist ein Brettsperrholzbau, sogar der Aufzugsschacht ist aus Holz. Das Treppenhaus ist aus Holz. Ist eigentlich ab der Ebene 0 ist es komplett in Holz gebaut. Und es ist natürlich ein Zukunftsthema. Bau mit Holz, nachwachsender Baustoff, CO2-Speicherung. Die großen Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen, die finden sich natürlich im Holzbau wieder. Für die Innenraumgestaltung wurde Wert auf ein offenes Prinzip gelegt. Voraussetzungen für diese offene Bauweise waren gute abtrennbare Glasflächen und Glastüren. Dieses Treppenhaus, was sich im Prinzip durch das ganze Gebäude durchsteckt und die Treppenläufe liegen überkreuzt übereinander, ermöglichen natürlich auch einen direkten Austausch, ein kommunikativer Raum im Zentrum des Gebäudes, was alle Geschosse miteinander verbindet. Insofern ist zwar jedes Geschoss erstmal in der Grundstruktur gleich gebaut, aber im Ausbau dann doch sehr unterschiedlich, den Bedürfnissen der jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer angepasst. Ein weiteres Konzept war, das Gebäude effizient zu betreiben. In diesem Sinne wurde eine neue Strategie entwickelt, indem man das Gebäude mit einer Grünfassade abkühlt, die im Sommer die Innenräume von außen abschattet. Wo wir besonderen Wert gelegt darauf haben, dass die Akustik gut austariert ist. Also sollte die Schalldämmung gut funktionieren. Es gibt bei uns eine Laufkundschaft von Kunden, die von außen kommen, auch Mitarbeiter. Deswegen haben wir uns auch für Schiebetüren entschieden. Für die Schiebetüren haben sie Produkte der Firma Hava vorgeschlagen, weil sie unseren Anforderungen entsprechen. Wichtig für die Schiebetüren war eine leichte Bedienbarkeit, eine gute Schalldämmung. Also wie schafft man es an dieser Stelle, so viel transparent wie möglich, aber auch so viel Abgeschlossenheit wie nötig herzustellen? Und das in einem dynamischen Prozess. Das muss am Ende ja diese Trennung dieser Räume, wenn man so will, eigentlich leisten. In dem Fall eine Schiebetür, und die geht natürlich einher mit dem Schiebetürbeschlag. Und er muss diese Schallschutzanforderungen bringen und eine Qualität, die sicherstellt, dass dieses Gebäude lang und gut funktioniert. Und diese Eigenschaften haben da zusammengefunden und sind deswegen dort auch so zum Einsatz gekommen. Wir sind sehr zufrieden mit dem System, auch nach zigmaligen Verwendung, Bedienung, Öffnen, Schließen funktioniert es einfach einwandfrei. Es hat sich für uns sehr bewährt, das System. Es ist wirklich hochwertig. Auch bekommen wir das dementsprechende Feedback von den Mitarbeitern.